Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Lara Croft. Aua. Tomb Raider. Und wir haben jetzt im letzten aufgehört. Und gehen hier weiter. Weil wir sind fucking awesome. Aua. Und da beschießt mich jemand. So kann man das auch machen. Mit Pfeile und Bogen. Wieso nicht? Boah, und die Wachen lassen ziemlich viel droppen. Also das ist schon ein starkes Stück, was die hier machen. Die Wachen. Liegt auch ziemlich viel Feuer und so weiter rum. So. Aua. Hallo. Sterb doch einfach. Paul packt sich ein. Ist doch schrecklich, wenn man so viele Wachen hier um sich rum hat. So. Ein paar Pfeile, ein paar Shotgun-Schüsse runterfallen lassen. Ja, so. Erstmal willkommen zum dritten Mal. An diesem Tag. Dünn, ich muss den wieder mal ein bisschen was aufhören und das war nicht so geil. Aber egal. Jo. Aua! Hey! Wo war der letzte? Da. Alles in Ordnung. Wunderschön. Erstmal, ich hätte bestimmt hier das Ding noch irgendwie verwenden können. Habe ich aber leider nicht. Und hier liegt nichts rum. Da liegt auch nichts rum, was ich ziemlich schade finde. Oh. Geil, man kann sich in der Luft bewegen. So. Da muss ich hoch, das bedeutet, ich gehe nicht hier runter. Ist immer so schön, dass man ihn nur von einer Seite an kann. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr.
wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Der Typ geht mir so langsam auf den Sack. Es ist ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Wie ein... Ritter? Oder... Können wir nicht hoch? Aber hier können wir weiter. Was machen wir denn? Oh. Und hier war keiner, der uns versucht hat, wegzufischen. Kein Hüter. Gut, einmal weitergehen, bitte. Hey! Ihr habt doch richtig... Nochmal bitte. Zack! Natürlich fällst du runter. Oh. Ich muss dich befreien! Hallo? Ich kann meine Waffen nicht ziehen, das ist nicht schön. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Na? Pilze, die voll sind. Kann man die eigentlich zerstören? Ja, cool. Okay, wir gehen weiter. Kann man das Ding eigentlich zerstören? Schade. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Cool. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich glaube, diese Stelle hier kenne ich schon. Die habe ich kurz mal gesehen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan... Und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich,
überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Wart mal. Die Leute, die ihn umgebracht haben oder die er umbringen wollte. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Holt. Es ist schwer zu begreifen. Und aber doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Rückstoß. Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Stoß. Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Nur Rückstoßstabilität. Okay, dann geben wir dem hier noch ein bisschen mehr. Oh, der Bogen. Warte mal. Ah ne, den wollte ich ja nicht nehmen. So, die Pistole kann ich noch nicht nehmen. Es gibt hier Gewehr. Schneeflocke. Sieht auch geil aus, aber... Oho! Nee, ich nehme schon das Ding. Wohl. Zack, zack. Würde sagen, das nehme ich lieber, denn das hat mehr Munition. So. Fähigkeit verfügbar. Ne, brauche ich nicht. Vielleicht kann man das mal gebrauchen. Gut, gut. Kann es mal weitergehen. Bogen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da hinten. Okay. Ja. Ah, zu spät. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Sie patrouillieren die Straßen. Aha. Boah! Scheiße! Vielleicht doch lieber eine Rotflinte. So.
befürchte, das Gewehr ist scheiße geworden.